willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS22 Frankreich Projekt. In der letzten Folge hat es ja ordentlich gescheppert, denn wir haben unseren Traubensaft und unseren edlen Wein verkauft und dafür wurden wir fürstlich entlohnt. Heute geht's weiter, heute müssen wir noch einiges tun und was so alles zu tun ist, das würde ich sagen, erkläre ich euch gleich. Erstmal hänge ich einmal schnell den Anhänger ab, denn den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das wird wieder ein paar Tage dauern, bis hier die nächste Fuhre fertig ist. Bis dahin werden wir erstmal sammeln. Den Schlepper brauchen wir allerdings und das auch ziemlich dringend, denn wir müssen Soja abfahren. Der Ernter ist ja unterwegs, der Drescher, ich habe ihn schon einmal abgetankt direkt am Feld, aber jetzt nehmen wir einmal schnell den Anhänger dran und werden da hinterher fahren. Und dann geht's weiter zum Hof, da warten noch die Heuballen auf uns, die müssen dringend weggebracht werden. Und dann geht's weiter mit der Grassilage und dann haben wir noch viel anderes zu tun, aber ich würde sagen, das machen wir jetzt erstmal und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So. Ich habe mir natürlich auch wieder eure Kommentare durchgelesen und so richtig wurde meine Frage nicht so ganz geklärt, beziehungsweise meine Anmerkung wurde nicht so richtig kommentiert. Denn ich habe ja gesagt, ein bisschen nach hinten müssen wir noch. So, jetzt ist es gut. Nee, ist doch noch nicht gut. Ein Müh noch. So, jetzt ist es gut. Da kommen wir runter. So, machen wir einmal die Kabel dran und dann fahren wir zum John Deere. Wo ist denn der gerade unterwegs? Ist der... Ach, da hinten. Ja, dann können wir einmal hier drehen. Ich drehe mal da vorne, da ist ein bisschen mehr Platz. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, Heu wird ja, meine ich, nicht mehr Ende des Jahres gemacht. Also man macht den, glaube ich, in den Sommermonaten. Also so, ich würde mal sagen Mai bis Juli ungefähr, Mai bis August, irgendwie so in dieser Richtung. Ich glaube, nee, Mai bis September ungefähr, weil auf der Treckertour gab es auch noch welche, die Heu gemacht haben. Da war es ja auch nochmal richtig knallewarm. Deswegen, also ich würde mal so sagen, September ist dann so das Maximum. Danach wird kein Heu mehr gemacht. Und ich habe so ein bisschen so mein Halbwissen weitergegeben, aber es wurde kaum kommentiert. Also es gab so ein paar Theorien, warum man Heu am Ende des Jahres nicht mehr macht. Aber zum Beispiel wegen der... Ui, man rutscht hier ein bisschen weg. Zum Beispiel wegen der Nährwerte des Grases, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber das wurde nicht so richtig kommentiert. Also wenn jemand da nochmal ein bisschen Fachwissen hat, gerne nochmal kommentieren, gerne nochmal Bezug nehmen. Ansonsten war es wieder sehr interessant, die Kommentare zu lesen. Und wir sind ja, wie gesagt, so langsam auf dem Endspurt. Und ich habe erst nach der letzten Folge gesehen, dass es ein großes Update für die Map Hof Bergmann, auf die ich ja wechseln möchte, geben wird. Und zwar wird die Map erweitert, also größenmäßig. Und wohl auch produktionsmäßig. Was da genau kommt, weiß ich nicht. Und wie groß das dann alles ist, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, oder nee, ich glaube nicht, ich bin mir ziemlich sicher, wir sollten dieses Update abwarten. Also ich werde mich mal, ich bin ja mit dem Farmer Andy connected und ich werde mich mal bis zur nächsten Folge informieren, wann das Update da rauskommt. Und dann werde ich mal gucken, dass wir das irgendwie so terminiert bekommen, dass wir einen nahtlosen Übergang haben. Na, ein bisschen vor hier. Dass wir einen nahtlosen Übergang haben. Da können wir nämlich direkt die neuen Features nutzen und die große Hof Bergmann zeigen. Da tut sich ja immer wieder was. Da werden ja immer wieder Updates. So, ja, alle Viertel bis halbe Jahre werden da Updates veröffentlicht. Und jetzt kommt offensichtlich ein ziemlich großes. Das soll wohl auch noch im Herbst kommen, aber wann genau, weiß ich nicht. Und das werde ich mal rausbekommen und dann hoffe ich, dass wir da direkt drauf spielen können. Habe ich leider erst nach der letzten Folge rausbekommen. Es könnte also sein, dass wir hier noch zwei, drei Folgen länger auf der Frankreich-Karte sind. Aber ich glaube, das macht den Kohl da nicht mehr fett. Das machen wir jetzt einfach. So. Zu tun gibt es ja hier, wie gesagt, mehr als genug. Und ich habe mir auch angeguckt, wir könnten hier vielleicht noch, das muss ich mir aber nochmal im Detail angucken, Apfelbäume pflanzen. Wir könnten hier noch Obstbauer werden. Es gibt da nämlich eine neue Modifikation. Ich weiß nur nicht, was die so taugt. Aber das werde ich mal rausfinden und vielleicht könnten wir dann hier noch Äpfel anbauen. So, will er abtanken oder bin ich zu weit weg? Bin zu weit weg, ne? So, jetzt mal auf den Lachs. Das sieht gut aus. Dann soll er mal komplett leer tanken und den Rest muss er dann gleich selbst abtanken. Dann werden wir nämlich den Anhänger hier stehen lassen und weiterfahren zum Hof. Ah, ich glaube, so langsam dürfte er leer sein. Gut, dann lassen wir den hier irgendwo stehen.
Am besten so. Ach, ist eigentlich egal. Wir lassen den mal hier irgendwo stehen. Und dann kümmern wir uns da später nochmal drum. Gut. Dann haben wir wieder alles abbauen. Und das ist ein nerviger Kram, ne? Also, habe ich ja in der letzten Folge auch angemerkt, ne? Das dauert in der Realität ja manchmal ziemlich lang, bis diese Geräte da dran sind und bis das alles richtig eingestellt ist und so. Deswegen macht man sowas wie ich jetzt hier im Landwirtschaftssimulator natürlich eigentlich nicht, dass man da immer wild durchwechselt, die Geräte, sondern wenn man dann ein Gerät dran hat, wenn man einen Grubber oder eine Drille oder was auch immer dran hat, dann fährt man damit erstmal ein paar Tage, bis eben die Arbeit getan ist. Nicht immer wieder alles abhängen. Manchmal lässt sich's nicht verhindern, aber meistens versucht man es zumindest zu verhindern. So, hier vorne ist der, ich habe in der letzten Folge JCB gesagt, aber wir hatten uns auf die englische Aussprache geeinigt, der JCB, der ist schon fertig. Den werden wir jetzt gleich auf das Nachbarfeld schicken. Können wir eigentlich jetzt auch schon machen, komm, das machen wir jetzt, dann fahre ich den mal kurz zur Seite. Ich muss allerdings unbedingt den Kurs hier als temporären Kurs mal schnell einspeichern, denn den brauchen wir später eventuell nochmal für kurz speichern. Neuer Ordner. Tempo. Ah, ja. So. Und dann können wir jetzt, glaube ich, auch speichern, ne? Ah, okay. Man muss erst draufklicken. Kursname. Silage. Tempo. 1. Können wir alles später nochmal rauslöschen. Brauchen wir vermutlich auch nicht wieder. Deswegen habe ich mir da jetzt nicht hier mit Feldnamen und sowas Mühe gegeben. Brauchen wir einfach nur später, wenn wir die Silageballen herstellen wollen. Und ich weiß noch nicht, ob ich das selbst hinbekomme. Und falls ich Kursblader fahren lassen will, dann brauchen wir natürlich auch den passenden Kurs. Und den haben wir jetzt erstellt. Gut, dann fahren wir wieder raus hier. Berg- und Talfahrt. Und dann setzen wir den direkt auf die Nachbarwiese. Denn auch da muss ja noch gemäht werden. Und dann kann es da direkt weitergehen. Es ist schon, also, wir haben nicht viele Hektar. Wir können uns das gleich nochmal schnell ausrechnen. Denn ich habe hier diesen Feldrechner. Da können wir uns gleich mal, hoppala, 20.000 Euro Schaden. Da können wir uns gleich mal ausrechnen, wie viel Hektar wir jetzt haben. Aber es ist nicht viel. Also eigentlich ist es ein relativ kleiner Betrieb hier. Aber durch die ganzen Produktion, die wir mittlerweile haben und die ganzen Tiere, die wir haben, hat man hier schon richtig ordentlich Arbeit. Ich würde fast sagen, mehr Arbeit als auf der XXL-Farm. Also auf der XXL-Farm, da ist es manchmal ein bisschen gemütlicher, manchmal natürlich auch nicht, aber manchmal ist es ein bisschen gemütlicher, weil man da die Fahrzeuge einfach durchfahren lassen kann. Und hier sind halt viele kleine Schläge, wo man so ein bisschen den Überblick behalten muss. So, Männer, Männer, da sind wir auf dem nächsten Schlag angekommen. Auch mal einen Job erstellen. Und dann kann das hier weitergehen. Das sieht alles gut aus, nur die Arbeitsbreite, die stimmt wieder mal nicht. Das sind nämlich 10,1 Meter. Ach, Leute, wenn er nicht gestorben ist, dann klickt er noch heute. Zack. Und das bitte einmal generieren. Ich habe heute einen ganz skurrilen Unfall gesehen. Und da habe ich mich gefragt, wie hat das Auto das geschafft? Es war absolut kein Hindernis. Und das Auto ist einfach in die Seite, also es gab auch kein anderes beteiligtes Auto oder so. Das Auto ist einfach in die Seite von der Straße reingefahren. Das stand an der Ampel, dann ist es losgefahren und ist sozusagen auf den Bordstein draufgefahren. Und da war so eine kleine Verkehrsinsel. Und ich frage mich immer noch, wie konnte das passieren? Große Frage. Niemand weiß es. Alright. Da würde ich sagen, Günther, mach das gut. Ich zähle auf dich und deine Arbeit. Wir fahren weiter. Geht zurück hier in den Fendt. Und dann können wir jetzt gleich... Im Prinzip könnten wir jetzt schon die Ballenpresse anschließen. Das könnten wir schon machen. Ja komm, das machen wir. Dann schließen wir hier die Ballenpresse an, sodass er hier weiter pressen kann. Und wir laden dann schön die Heuballen ein in die Halle. Ja, ich glaube, das machen wir.
habe, während ich das gesagt habe, gerade nochmal nachgedacht, ob ich da irgendwie einen kleinen Logikfehler drin habe, aber ich glaube, das können wir so machen. Das sollte funktionieren. So, da ist er wieder. Wieder Presse dran. So. Und dann... einmal Tür auf. Das passt noch nicht. Jetzt passt das gut. Alright. Und dann geht's schon wieder weiter. Mal nur gucken, wie wir das gewendet bekommen. Fahren wir mal ein bisschen zurück. Das war ja... ich habe es im Schnitt nochmal angeguckt. Ich muss mir das Elend hier selbst auch immer angucken, ne, was ich hier veranstalte. Und das war ja eine Orgelei da in der letzten Folge. Wahnsinn! Da wollte ich ja einfach nur die Mähwerke anbauen. Aber ohne Sinn und Verstand. Alles zu eng. Und am Ende, das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, am Ende hätte ich einfach nur mein Frontmähwerk wieder abhängen müssen. Dann wäre das alles ein bisschen leichter von der Hand gegangen. Aber das ist ja immer so, ne? Wenn man sich das anguckt, dann ist man natürlich immer... das ist wie beim Fußball, ne? Wenn WM ist, dann gibt es 80 Millionen Bundestrainer, die alle wissen, wie man es machen müsste. Gut. Fahren wir jetzt einfach mal hier frech rein. Und dann soll er beim ersten Wegpunkt starten. Und dann laden wir nochmal schnell den Kurs hier rein. Kurs aus Fahrzeug löschen. Kurs laden. Jo, aktivieren. Und dann kann er losgehen. Gucken wir uns nochmal schnell an die Lage. Heute Günther, bester Mann. Der macht uns hier eine 1A-Silage. Und das automatische Abladen, das wird ja aktiviert sein, ne? Nehme ich jetzt einfach mal an. Jo, das wird schön gewickelt hier. Und dann müsste es jetzt eigentlich abge... jo, das ist doch gut. Tipptopp 1A, macht er gut. Was ich mich hier immer mal gefragt habe, das ist ja Plastik, ne? Das ist ja so eine Plastikfolie, diese Folie, die hier drum gewickelt wird. Und die ist natürlich wichtig, damit das silieren kann. Aber wenn die dann wieder aufgeschnitten werden, um sie zu füttern oder um was anderes damit zu machen, aber meistens werden die Ballen ja gefüttert, dann wird das Plastik ja einfach weggeschmissen, oder? Das kann man nicht irgendwie wiederverwerten, ne? Das ist eigentlich nicht so ganz optimal. Gibt es da schon irgendwie eine etwas optimalere Lösung? Ich meine, ist ja schade um das Material, ne? Aber ich kenne das nur so. Ah, hier, der hat sich, glaube ich, festgefahren. Den müssen wir nochmal starten. Zack. Das ist beim Vorgewende immer etwas kritisch. Aber ich glaube, jetzt kriegt das hin. Ich hoffe, der bekommt das auch hin, der Fendt, aber das sehen wir gleich. Wir gehen jetzt einfach mal weiter in unseren Class Skorpion und werden die ganzen Ballen, die wir in der letzten Folge gepresst haben, in die Halle bringen. Ist bei Heu und Stroh natürlich besonders wichtig, dass man das macht, bevor es nass wird, weil sonst ist die ganze Arbeit für die Katz gewesen. Und ich sag euch, also wie oft man das schon gesehen hat, ne? Dann wird schön gewendet und nochmal gewendet und nochmal gewendet und dann kommt Regen. Ah, das muss ein richtig doofes Gefühl sein. Für diejenigen, die das schon mal erlebt haben. Ah, ich glaube, ich habe meine Ballengabel hinten auch, ne? Ich habe die hier noch irgendwo, aber ich glaube, hinten, da kommen wir leichter dran. Weil hier ist nämlich irgendwas davor. Ich meine, ich habe die noch hier hinten. Und Rone hat mich auch aufgeklärt. Also Rone hat ein bisschen was geschrieben zu dem Heu-Thema. Und er hat geschrieben, Olli, sowieso bester Mann, hat mich vor ein paar Wochen im dicken Lexion mitgenommen. Wer war denn jetzt nochmal Olli? Habe ich mich eben gefragt, bevor ich hier die Folge aufgenommen habe. Weiß ich nämlich nicht mehr. So. Top. Hoch den Aal. Und dann machen wir uns auf den Weg
zur Wiese. Die ist ja hier vorne rechts direkt. Genau, aber er hat mir recht gegeben, es liegt vermutlich am Wetter. Und ist so vermutlich nicht mehr machbar. Im späten Jahr mit dem Heu. Aber hier auf unserem Hof geht das. Wir machen nächste Woche, da kann ich vielleicht schon mal eine kleine Preview geben. Es ist ein bisschen kryptisch. Ich verrate da mal noch nicht zu viel, weil es kann sein, dass die ganze Aktion scheitert. Das wissen wir nicht. Es liegt jetzt, ja, an zwei Faktoren, aber eigentlich einer ist nicht so wichtig. Vor allen Dingen liegt es am Wetter. Und wenn das Wetter jetzt nicht mitspielt und jetzt eine Sache passiert, die auf keinen Fall passieren darf, dann funktioniert das alles nicht. Aber wenn das funktionieren sollte, dann gibt's nächste Woche, drehen wir nochmal was. Das sind dann so die, also wir drehen am Montag was, wenn das Wetter mitspielt, auch da, ne? Aber das sieht ganz gut aus. Und dann drehen wir am Dienstag nochmal was. Und wenn das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, dann wird das absolut abgefahren. Das habe ich noch nie gemacht. Es wird ziemlich cool. Und es wird was ganz Neues sein. Und es wird vor allen Dingen einmalig sein. Ich hatte letztes Jahr die Idee und dachte mir, ich rufe einfach mal durch. Und dann kam eins zum anderen. Und jetzt scheint das wirklich, jetzt können wir das tatsächlich offensichtlich umsetzen. Aber da gab es heute nochmal eine Hiobsbotschaft, mehrere Hiobsbotschaften. Aber deswegen bin ich mir höchst unsicher. Aber freut euch drauf. Kommt vermutlich dann auch noch irgendwann im Oktober. Da kommen ja dann sowieso einige Videos. Also wenn das alles klappt, wird es glaube ich gut. Aber das war heute nochmal ein Auf und Ab. So, hier ist unsere Halle. Hier möchte ich es alles reinlegen. Wo ist denn hier der Trigger? Ich muss das gerade nochmal schnell umstellen, sodass wir hier auch jetzt abladen können. Aber das sollte jetzt funktionieren. Zack, da sind sie weg. Und jetzt haben wir sie abgeliefert. Jetzt können wir die nächsten holen. Ich muss die alten mal schnell rausholen, weil die alten hatten einen etwas größeren Durchmesser. Und deswegen habe ich jetzt die alten Heuballen rausgenommen, habe das alles umkonfiguriert und jetzt machen wir die etwas kleineren Ballen da rein. Das ist, glaube ich, sinnvoll, denn es sind ja doch einige Ballen geworden und deswegen sind wir, glaube ich, gut beraten, die schnell zu verfüttern und die neuen Ballen schön einzulagern. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele das sind. Ich habe den Ballenzähler da aktiviert, aber habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber ihr seht, das ist einiges, ne? Also das sind einige Touren, die wir hier machen müssen. Das werde ich bis zur nächsten Folge einfach mal ein bisschen weitermachen. Und dann habe ich schon einen Vorschlag in den Kommentaren gesehen, den wir auf jeden Fall in der nächsten Folge noch machen werden. Aber auch da möchte ich jetzt noch nicht spoilern. Seid gespannt, was dann kommt. Und freut euch, wenn das alles klappt, auf die Aktion, die dann nächste Woche startet. Wie gesagt, ist einmalig und wird, glaube ich, ultra, also wirklich ultra cool. Freue ich mich mega drauf. Aber das Wetter muss eben mitspielen. Da müssen wir jetzt einfach mal drauf hoffen. Gut, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikowski.